Was geht, 2K Family? Wir gucken uns heute das Oster-Event in NBA 2K24 My Team an. Es geht am Freitag los, also wahrscheinlich an dem Tag, wo ihr das Video sehen werdet, beziehungsweise dann gestern vielleicht sogar schon. Und es geht bis zum Ende des Wochenendes, also wahrscheinlich dann Montag 17 oder 16 Uhr, je nach Zeitumstellung. Ich glaube 16 Uhr jetzt, weil jetzt auch die Promo schon Freitag 16 Uhr rauskam und Dienstag 16 Uhr. Es gibt einiges zu tun. Wir gehen mal durch, wir gucken mal, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, wie ich es machen würde. Und dann könnt ihr gerne mal schreiben, was euer Plan ist für das Wochenende, wenn ihr überhaupt Zeit habt. Weil viele sind ja auch über Ostern irgendwie bei der Familie oder haben keine Zeit wegen Feierlichkeiten. Also, wir haben die Möglichkeit, über das ganze Wochenende Packs zu bekommen mit entweder diesen Eiern auf der linken Seite oder dann in den Exchanges die Packs oder die Ascension Boards oder Hall of Fame Plaketten oder Trikots oder was auch immer zu bekommen. Und am Ende, wenn man eine Agenda vervollständigt hat, dann hat man die Möglichkeit auf einen der fünf Galaxy Opal Spieler, die man da auf der rechten Seite sieht. Wir gehen mal ganz kurz den kurzen Text hier durch und schauen mal, was wir daraus ziehen können. Also, starting tomorrow, Friday, March 29th and lasting through the weekend, earn a special Easter Egg Event Pack after every win across my team modes, excluding challenges. Each pack contains lots of goodies, including regular golden eggs, event cards, which can be used in the exchange, including picks and on an event exclusive Ascension. Also, nach jedem Spiel, was ihr spielt, egal in welchem Modus, bekommt ihr irgendeine Belohnung. Das kann entweder, das war zumindest letztes Jahr so, sein, direkt ein Pack oder ein Spieler sein, oder eins von diesen Dingern auf der linken Seite. Und das ist garantiert. Die auf der linken Seite bekommt ihr auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ist es dann so ein buntes Ei? Das sind die, die weniger wert sind. Die musst du dann im Exchange eintauschen und für zwei oder drei bekommst du dann das goldene Ei. Oder du bekommst das wertvolle goldene Ei, das kannst du direkt eintauschen, zum Beispiel irgendwie zwei goldene Eier gaben da ein Pack oder so, dass man sich dann aussuchen konnte. Also, eins von den beiden bekommt ihr auf jeden Fall. Oder so ein Egg-Event-Pack, das sind dann eben dann vielleicht Spieler, Bälle, Plaketten, Packs oder auch dann eben eins von diesen zwei Eiern drin und dann könnt ihr dann im Exchange wieder was draus holen oder ihr öffnet das Not Glück. Ich hatte letztes Jahr bei dem Oster-Event wirklich Glück. Ich habe den Dark Matter Kevin Durant. War das Dark Matter? Auf jeden Fall hatte ich die beste Version von Kevin Durant zu dem Zeitpunkt gezogen. Kevin Durant natürlich keine geile Karte wegen der Animation, aber trotzdem war ein geiler Pull. Hat auch ein gutes Video gegeben, war ganz nett. Also, was würde ich hier machen an dieser Stelle? Wir brauchen viele von diesen Eiern. Eier, wir brauchen Eier, wenn wir das Oster-Event wirklich grinden wollen. Das heißt, ich würde jetzt nicht in die Domination gehen oder in Salary Cap oder in Unlimited, weil diese Spiele dauern ziemlich lange. Und auch hier bekommt man, weil es ja nur ein Sieg ist, ein Ei, wenn man überhaupt gewinnt. Ich würde dieses Wochenende wirklich einfach ganz stumpf Triple Threat offline, Clutch Time offline, diese Modi zocken. Und wenn du wirklich schnell durchkommen willst, dann zockst du wirklich Triple Threat offline, packst dir gute Werfer rein, spielst Pick and Fade, wirfst 7 Dreier und holst dir dein Pack ab und hoffst, dass du das goldene Ei bekommst, damit du schnell in die Deluxe Packs gehen kannst. Ja, also das wäre mein Masterplan für das Wochenende, wenn man jetzt schnell viele von diesen Eiern sammeln möchte. Wir gehen mal weiter in dem Text. This event also includes new agenda, ne? Agenda groups with a direct path towards a Galaxy Opal player ball drop. Dank here, dank there and everywhere around my team with various card gem colors and positions to complete these agendas schon wieder. And earn more picks on the event ascension board as well as over a dozen golden egg event cards. Also, es wird eine Agenda geben. Und wenn man die fertig hat, dann kann man einen Galaxy Opal Spieler, und das sind die hier auf der rechten Seite, Sean Marion, Blake Griffin, John Wall, Jalen Green oder Damian Lillard bekommen. Das Problem an dieser Stelle ist, das ist jetzt nicht so, dass du dir den aussuchen kannst, sondern du bekommst einen Ball Drop. Das heißt, oben wird eine Kugel langlaufen, irgendwann drückst du X, lässt er fallen und dann läuft das Ding durch so ein paar Gitter durch und irgendwo landet es dann unten und unten ist dann eben das Bild von dem entsprechenden Spieler. Ich würde hier auf John Wall oder auf Sean Marion hoffen. Damian Lillard ist auch noch okay, wobei die Defense da schwierig ist. Genau das gleiche gilt für Jalen Green. Blake Griffin wäre noch okay, aber ich glaube,
wirklich für Small Forward, und Shawn Marion ist nicht schlecht, was ich bisher bei anderen gesehen habe. John Wall ist auch eine sehr, sehr nice Karte. Der ist vielleicht ein Inch oder zwei zu klein, aber hat definitiv bessere Dribble Moves als Lonzo Ball zum Beispiel jetzt. Wäre dadurch wahrscheinlich in der Offensive ein bisschen gefährlicher, während der in der Defensive dann ein bisschen schwächer ist. Aber ja, kann man machen, vor allem wieder No Money Spend mäßig, wenn die Agenda nicht zu hart und nicht zu langwierig ist. Also da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen. Bin ich sehr gespannt, was für Aufgaben man dafür erfüllen muss. So, letzter Punkt von diesem kurzen Text. Plus, log into the NBA 2K24 Mighty Mobile App during the event to complete a bonus exclusive Agenda Group with an additional 7 Golden Egg Event Cards to earn. Dunk while on the go in different modes and get even more great rewards from the exchange. Okay, also, da wollen sie uns wieder in die Mobile App drücken, die ja zum Anfang für Furore gesorgt hat, weil einige Leute oder zumindest also ein ganz großer Account auf Twitter hat nach der Benutzung der Mobile App seinen Account gelöscht bekommen und auch nichts mehr zurückerhalten. Erst nach ganz viel hin und her. Und dann war da noch einer, gab's was, aber nicht der volle Account zurück. Also irgendwie hat er seinen Account versehentlich gelöscht und dann konnte man nichts mehr machen. Also wenn ihr in die Mobile App geht, passt wirklich auf, was ihr da drückt. Lest euch alles dreimal durch. Nicht, dass ihr euch auch euren Account löscht. Ansonsten habe ich auch von anderen Leuten jetzt mittlerweile gehört, dass die Mobile App mittlerweile safe sein soll. Also wenn man wirklich keinen dummen Scheiß da macht, dann sollte die Gefahr relativ klein sein, dass ihr euch da euer Team löscht oder dass euer Team gelöscht wird. Ich werde mir die App dann auch wieder mal installieren und hoffen, dass nichts passiert. Die 7 goldenen Eier, das ist je nachdem, was der Exchange dann hergibt, mal mindestens ein Deluxe Pack. Und wenn du dir so ein Nebula oder so ein Maestro oder ein Iconic Deluxe Pack gönnst, das ist halt mindestens ein Pink Diamond. Und selbst wenn man die eingeloggt hat, dann kann man sich ja eventuell da wieder MTs zurückholen für Spieler, die man sich mit MT vorher gekauft hat und dann eintauscht mit den Unsellables. Das sind alles Unsellable Packs leider. Ja, wahrscheinlich würde man aufs. Ich finde, vom Nebula Pack ist es halt so, dass man versucht, natürlich Wembanyama zu bekommen. Ich finde aber bei den Galaxy Opals am besten die vom Maestro Pack. Da ich davon ausgehe, dass die Chance auf den Dark Matter eh relativ klein ist, werde ich wahrscheinlich meine goldenen Ostereier in den Exchange packen für das Maestro-Pack und dann hoffen, dass ich irgendwie Cade Cunningham, Hakeem Olajuwon oder Ronald Test bekomme. Ja, wer möchte, kann auf Brandon Roy oder auf Wemby gehen, aber ich denke, dass die Chancen da relativ gering sind. Es werden meistens eh nur Pink Diamonds in diesen Deluxe-Packs drin sein, aber ich will euch das nicht schlecht reden, weil ich hatte ja auch schon ziemliches Glück mit dem Wild West Deluxe Pack, wo dann mein Galaxy Opal Kobe Bryant drin war. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Oster-Event. Schreibt mir in die Kommentare, wie euer Plan aussieht, wie viel Zeit ihr überhaupt zum Zocken habt. Vergesst nicht das Gewinnspiel auf Instant Gaming. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Wäre nett, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye bye.